Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2 TFLP, hier euer Ding am Start. Wir sind dabei, ein Geth-Schiff, nein, ein Pali-Schiff, was auch immer, aufzufinden, das von Geth befallen wurde, und dann zügen wir alle Geth weg und dann sagen wir, gorgeous like the fucking ocean. Shepard hat vor den Admiralen gut gesprochen. That's hell, that's right, that's right. Talizora was niemand. Oh, Verzeihung. Ich meinte, was Normandy? Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Who cares? Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard, was Normandy, zur Verfügung. Fliegen wir zur Alarai? Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Palizora. Kila Selai. Kila Selai, Bitch! Oh yes, da fahren wir jetzt hin. Fliegen besser gesagt. Oh yes. Oh, zack. Geth sind los. Sie kommen von vorne. Sie kommen von hinten. Also das ist keine Analroboter, ja. Oh yes. Oh, noch mehr. Boah, voll weggeknallt. Very nice. Pep Talk. Erstmal alles anmachen. Locker flockig. Alter. Ja, Mann. Effekt Zwiebeln ist nice. Medikit, brauchen wir eins? Oh, wir brauchen Medikit. Was haben wir Medikits genutzt? Fuck. Fünf. Oder werden die Automat? Aber nein, oder? Oder doch? I don't know. Terminal hacken, etwas Geld rausholen. Ups. Habe ich jetzt wieder verkackt? Ja, ein bisschen, ne? Muss mir noch einen nachholen. Ja, wir haben sie jetzt alle. Wir haben sie alle. Es gibt Geld. Großartig. Geld sind gut. Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe. Was, seit halt wann Lappen bist? Das ist das Problem. Seit wann Lappen und Punkt. Ah, das. Das könnte nützlich sein. Oh, geht Schildstärke. Not bad. Not bad. Ah ja, ist egal. I don't care. Wir haben Gesellschaft. Laptop. Oh shit. Ziemlich egal, wer du bist. Es ist mir Lade Machado. Lade Machado. Wann safe? Grüße. Okay, scheiß auf den Wann safe. Wir haben versagt. Wir wollten zu schnell sein, zu gierig. Da
Oh, Feuer, Shepard! Ciao, Feuer! Wie wir sie einfach auseinandernehmen! Ich waste heavy meine Bullets. So hart. Waffen bereit! Waffen bereit! Fuck them all! Fuck them all! Aktiviere Kampfdrohne! Ja, was für eine Kampfdrohne, Alter? Oh, Muni, Alter. Muni, Bitch. Wo ist hier Ammunition? Hell yes. Kampfdrohne ist fucking useless. Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Stimmt. Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Könnten diese Daten ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ergebnisse? Ich verstehe nicht alles davon, aber... Sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin, aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Wir sollten weitergehen. Los, los, weiter geht's. Zeit ist Geld, Bitches. Ah, den Wandsafe. Ja, komm, hier. Ah, oh, alles gut, alles einfach, alles easy peasy. Credits haben wir bekommen, that's nice. Mehr oder weniger. Schuss haben wir noch mehr als genug. Laufen einfach alle in unser Dauerfeuer rein. Das passt nicht mal brechen. Wer ist getarnt? Bestimmt noch Scheiße. Zu greedy. Das war nicht gut. Nicht durch alle verbrennen. Oh, da kommt einer hoch. Schick mal deine Drohne oder sowas. Kannst du den hacken? Das Licht euch verbrennen. Oh shit. What the fuck?
Konzentration vor, Jungs. Kurz und präzise Salven. Wir können uns Fehler nicht erlauben. Goddamn right, bitch. Ich brauche Kiste Boden. Laptop Zugriff. Pium. Laptop Zugriff. Pium. Bitch! Bist du? Nein. Nein, nein, nein. Du hattest immer für alles einen Plan. Überlagerte Lebenszeichen oder vielleicht ein medizinisches Stase-Programm an Bord. Du würdest nie... Sie haben Unrecht. Du würdest nicht einfach so sterben. Du würdest mir nicht zumuten, dein Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Das kannst du nicht tun. Jeder Geth auf diesem Schiff wird dafür bezahlen, Tali. Das bringt ihn zwar nicht zurück, aber er hätte es bestimmt so gewollt. Mir ist egal, was er gewollt hätte, Shepard. Ich wollte einen Vater, dem ich wichtiger bin als seine Kriegsanstrengungen. Fresse. Ich wollte einen Vater, der einen Krankenurlaub nimmt, damit ich sein Gesicht mal ohne Helm sehen kann. Stattdessen bekomme ich Befehle. Und das hier. Und eine Gruppe Admirale, die mich für eine Verräterin hält. Natürlich. Das hat mein Vater mir hinterlassen. Kommen Sie, Tali. Sie dürfen hier nicht bleiben. Doch ich muss. Jemand in dieser Familie muss endlich mal mit dem Weglaufen aufhören. Er musste wissen, dass ich komme. Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen. Check it out, bitch. Check it out. Sie wissen nicht, was er zum Abschluss der Nachricht gesagt hätte. Doch. Das weiß ich. Kommen Sie. Bringen wir es zu Ende. Okay, los geht's, Bitches. Bringen wir's. Oh, nice. Ein Deckschiff. That's nice. Please go fuck yourself. Feindliche Drohnen. Jemand ist gestorben. Gestorben, bitte. What the fuck? Oh, bitte alle wieder leben! Oh, oh, holy shit! Get wrecked, son! Kannst du erstmal. Du machst unsichtbar, du schießt eine Drohne. Das müsste sie weich klopfen. Und ich mach Slow Motion. Voll geil. Voll edel. Beweise beschafft. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Ausschalten, los geht's. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Spielen Sie sie ab. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk zwei weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre
Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Klingt genau nach dem Beweis, den wir gesucht haben. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden sie... Wir sagen es ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Genau. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. That's them, es ist right. Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Let's go, bitch. Let's move out of the way. Out of the way, bitch. Hey, Joe, let's move out of the way. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass Tali Zora nicht überlebt hat. Klingt, als hätte die Anhörung schon begonnen. Ich lauf gerade neben den her. Spaß. Also gut. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Wir haben die Geth auf der Alarai eliminiert. Ihre Leute sollten jetzt sicher dorthin zurückkehren können. Danke. Wir wissen Ihre Bemühungen für das quarianische Volk sehr zu schätzen. Haben Sie auf der Alarai etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Shepard, bitte! Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Warum kann ich das nicht sagen? Aber wenn ich sage, na doch, wir sind böse! Tali Zora ist unschuldig. Riles Team hat die Geth im Rahmen von Waffentests absichtlich repariert und reaktiviert. Hören Sie zu. Shepard, bitte! Tali, ist das wahr? Ich weiß es nicht. Mein Vater hatte bestimmt einen Grund. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Der Beweis belegt eindeutig die Unschuld von Tali Zora in dieser Angelegenheit. Danke, werte Admirale. Ryle Zora muss für die Vorgänge auf der Alarai posthum verstoßen und sein Name aus den Registrierungen aller Schiffe getilgt werden, auf denen er je Dienst getan hat. Einverstanden. Ich hätte es nie geglaubt, aber... einverstanden. Tali Zora, Sie werden von allen Anklagepunkten freigesprochen. Na also. Die Anklagen gegen Ryle Zora werden intern besprochen. Das nenne ich einen Anwalt, Shepard. Bitte nehmen Sie diese Geschenke an. Of course. Die Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Es war mir eine Ehre, für eine Freundin sprechen zu dürfen, werte Admiral. Geschenke sind immer gut. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora Vas Normandy. Kela Seri. Amen. Bitches. Wie konnten Sie das tun, Shepard? Ich wollte es nicht. Ich wollte den Namen meines Vaters nicht zerstören. Glauben Sie ernsthaft, Ihr Vater würde wollen, dass Sie für ihn auf eine scharfe Granate springen? Mein Vater hätte gewollt, dass die Migrantenflotte einig und stark bleibt. Der Aufruhr, die ganze Politik, das alles wird mein Volk spalten. Und das nur, damit mein Ruf unbefleckt ist, wenn ich unsere selbstmörderische Mission in Angriff nehme. Mach mal keinen Eisen hier. Ich weiß, dass Sie mir helfen wollten. Es ist nur... Sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Kommen Sie. Damit lässt sich was anfangen. Oh, 30 abdrücken. That's fucking a lot. That's fucking a lot. Hell yeah. Oh, yeah.
Okay. Geht Schildstärke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Meine übergeilen Pelikane. Und in der nächsten Folge machen wir wieder irgendwas Neues mit dem alten Shepard. Der hat ja jegliche Rollen, ey. Mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.